raus und ging in die Welt, um eine Strohhütte zu bauen, weil es zu Hause zu eng wurde. Da begegnete es dem Bürstenmann. Und schließlich hatte das kleine Schwein eine schöne Hütte. Aber der Wolf brachte es um sein Hab und Gut. Und so ging es auch Karli. Und nun schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Ja, das war mal ein kurzer Versuch, ja, Kinder. War mal ein kurzer Versuch als Geschichtenerzähler. Seit ich Yoga mache, bin ich nämlich ganz anders drauf. Ja, da bin ich ganz anders drauf. Da habe ich eine andere Stimme. Na ja, ich bin ganz entspannt. Ich bin leicht und flockig. Kann an meinem Haus rumreparieren. Geht alles sein Gang. Dachhin ist sauber. Dachziegel noch drauf. Alles in Ordnung. Und dann ruhe ich mich wieder aus. Hilfe! 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 Das klingt doch wie Peggy! Hilfe! Peggy. Hilfe! Hilfe! Rein. Lass uns rein, Dicker! Ja, komm rein, Peggy! Ja! Oh, ich bin ganz durcheinander, ich habe meine Hand vergessen. Oh, da ist sie. Oh, wie sehe ich aus? Ja, ich bin. Ich bin durcheinander. Ja, das merkt man, Peggy. Ich habe konzentriert. Ja, Karli, wo ist Karli eigentlich? Ja, ich bin hier. Ich war noch mal kurz. So. Also. Das war so, wir sind in die weite Welt hinausgezogen und plötzlich kam ein dicker Hund vorbei und pupste so gewaltig, dass ich mir die Nase zuhalten musste. Was? Ja. Und dann... Peggy, was erzählst du dir denn Märchen hier? Also folgendes. Ihr könnt euch bei mir frisch machen und eine Weile aufhalten. Das ist kein Problem. Ja? Peggy, mach dich frisch im Badezimmer. Weißt du, Onke, wir mussten durchs Unterholz fliehen. Der Wolf hat uns die Häuser weggeblasen. Weggepustet. Ja, das klingt ja nicht gut. Weißt du, ich mache Yoga. Ich bin ganz entspannt. Oh, das klingt interessant. Ich mache Akrobatik. Soll ich dir mal zeigen? Na, zeig her. Ja, pass auf. So sieht das aus. Oh, das ist aber ganz schön schwer. Ja. Du sag mal jetzt, wo ich euch beiden hier so sehe, da fällt mir was ein. Wir könnten es machen wie die Bremer Stadtmusikanten. Oh, das ist gut. Dann bin ich der Esel. Und ich bin der Hahn. Ja, und ich bin die Miau. Ja. Mhm. Noch ein Hund. Guck mal, ich bin auch die Miau. Ja. Oh, Ernstfall. Ja, los, Onkel, stell dich breitbeinig hin. Ja, so, ja. Und jetzt Achtung. Muss das Gewicht aufkarieren. Wo ist er denn? Hallo. Ah, ja. So seid ihr drauf, Kickeriki, Miau, Wau, Wau. Das hat nicht geklappt. Wir müssen noch was anderes machen. Ich such die Kleine. Hat die jemand gesehen? Hallo? Nein, hier ist keine Kleine. Wir leben hier nur zu zweit. Aber ich rieche sie doch. Also, wir leben hier zu zweit und ich mache Yoga. So seid ihr drauf. Pudding, Yoga.
Ja, sag mal, wie kommt man jetzt hier rein in das Haus? Hm? Ich habe Hunger. Das ist ein Steinhaus. Ja. Aha. Die Tür ist fest verschlossen. Mhm. Hier ist eine Scheibe davor. Ja, keine Chance. Ja, das ist ne. Na ja, reicht jetzt aber. Das werden wir doch mal sehen, ob das ein Steinhaus ist. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Leute, komm mal her. Ja, genau, genau. Pass auf. Ich fange mal an, ja. Oh, Onkel, was für wunderschöne Bockwurstbrühe verarbeiten. Jetzt reicht's mir aber langsam. Ich werde happeln und trampeln und husten und prusten und dieses Haus hier wegpusten. Oh. Ja. Mensch, Onkel, du, das hält ja. Ja, wo ist ein Schwarzbau ist? Komm, mach weiter. Und hier, die Leberwurst. Das ist ja stabil. Mann, da werde ich später mal selber drin wohnen. Das gefällt mir. Schau mal, Onkel, hier habe ich noch einen Ring Leberwurst gefunden. Oh ja, ich heiz richtig das Feuer nach. Schweinskopfsülze gibt's hier. Oh, und hier Gesichtswurst. Oh, jetzt reicht's mir aber langsam. Nee, weg. Das wird mir zu ungemütlich da draußen, außerdem habe ich Hunger. Die Schweine sind verschwunden. So. Hm. Hm. Alles dran. Oh, nee. Hopp! Ja, darf ich noch etwas nachlegen? Ja, bitte. Danke. Au! 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 So seid ihr drauf! Gemüsebrühe anzünden und mir den Hintern verbrennen! So seid ihr drauf! Au! Peggy, du kannst mir gestohlen bleiben! Ihr werdet mich so schnell hier nicht mehr sehen! Au, mein Hintern! Au! 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 So seid ihr drauf! Ja, Onkel, das war ja total abgefahren! Ich mache jetzt mal ein bisschen Küchenarbeit. Wenn wir hier so als Gemeinschaft leben wollen, müssen wir uns immer die Arbeit teilen. Na ja, gut, aber jeden Morgen müssen wir Yoga machen. Zusammen, halb acht auf der Wiese. Yoga? Hm? Und Peggy, was machst du? Oh, ich pflege meine Buchsbaumhecke. Oh, das ist aber schön. Ja. Ach, da fällt mir ein schönes Lied ein. Ein schönes Haus aus Stein, das ist so sicher und so fein. Und kommt der böse Wolf noch mal vorbei, dann lachen wir. Hi, hi, ha, 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 ha. Ein schönes Haus aus Stein, das ist so sicher und so fein. Und kommt der böse Wolf vorbei, dann lachen wir. Hi, hi, ha, 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 ha. Keule. Wie lange haben wir gespielt? Ist jemand auf die Uhr gekommen? Nee. 29 Minuten. Danke. Gefühlte Zeit, 1 Stunde 15. Frag uns mal.